Jetzt werden wir aber das militärische Ziel angehen. Wir brauchen aber noch einen Quad und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Meinen Road bitte. Wir fahren runter, schnurstracks links und dann, ja, dahin. Gucken, ob ich das mit dem Weg treffe. Ist das hier schon links? Nee. Das da unten ist das links, oder? Ja. Dann geradeaus so einen schmalen Weg, ganz schmalen Weg runter. Runter. Das hier? Da kommen wir in dieser Richtung schon zur Straße. Ganz sicher. Bitte weitermachen, wenn wir weg sind. Doof. San Ida. Unglaublich. Boah, diese Treppen sind ja gar nichts für uns. Noch mehr davon. Ich habe nicht gerade den besten Weg ausgesucht. Ich wollte eigentlich irgendwann mal zu dieser Brücke, die wir gerade noch gesehen haben. Eieiei. Ich fahre wieder auf. Genau zu dieser Straße wollte ich. Nein! Komm schon! Geht doch. Das haben wir mitgenommen, hier rattert was. Na, lassen die mal frei. Wie viele haben wir denn mittlerweile schon? Die Frage klären wir jetzt nicht. Wir müssen die Straße entlang und dann kommen wir schon an 8, denn wir kennen dich doch vom Hotel. Ist ja noch gar nicht so lange her. Da fehlt was, das ist kein Plakat. Das gut geht mit dem Quad. Ja, schon. Militärpräsenz oder wie oder was? Schade. Das wird nicht kaputtbar sein. Aua. Mittlerweile kann ich verstehen, dass wir die große Tabakplantage beim Flugfeld bei Philly unten, bei seinem Hangar, noch nicht einnehmen konnten. Und auch das Militärgebäude oben, weil das gehörte halt mit zur Mission. Das war halt noch nicht einnehmbar. Da oben ist das Hotel. Weil wir da noch eine Mission, eine wichtige hatten. Dann finde ich, sollte man dafür sorgen, dass man zu diesen oder auf diese, auf das Gelände, ja, auf das jeweilige Gelände nicht so einfach draufkommt, beziehungsweise sehr schnell sterben kann, weil die Militärpräsenz einfach zu groß ist, dass man die erst schwächen muss, denn wir hatten schon
da oben nervt. Wir hatten halt schon die Situation, dass wir da aufgemischt haben. Oh, oh, nee. Ich dachte, der fliegt jetzt auf uns drauf. Wie hält denn der mehr aus als seine Kollegen? Also wir hätten das Militärgelände oder auch die Tabakplantage erstmal groß schwächen sollen müssen. Bevor wir da drauf können. Aber so, wir waren halt schon mal da und haben dort praktisch alles platt gemacht. Und uns gehörte dieses Gelände trotzdem nicht. Das war das, was ich bei mir einfach... einfach gedanklich gebissen hat. Wir haben da schon aufgeräumt, aber uns gehört das Land immer noch nicht. Ich dachte, das Gewitter dabei war das bloß. Die Brücke, die etwas später Geräusche von sich gegeben hat. Geräusch für wir fahren da drüber kommt einfach zu spät. Sind die bösen Buben wieder hier? Naja, Funkgerät. Muss ja eigentlich bloß durch. Jetzt okay, pass bloß auf, Dani. Jetzt sind die wieder alle hier, wo wir schon komplett aufgeräumt haben. Gut, wir haben auch nicht Bescheid gegeben, hey, unsere Leute müssen hier mal besetzen, damit das auch uns weiterhin gehört. Das fehlte ja. Weiß nicht. Die Waffe? Ich sehe einen Sunny. Schon befreit. Hier ist schon wieder ein Alarm an. Hier kann man hochklettern. Die haben den Scheiß wieder repariert. Ich will da hier bloß durch. Da oben war das militärische Ziel, ne? Da hinten oben. Da hinten. Hm. Ah, jetzt Quad, das muss... Ah, das war ja doof. Das habe ich doch nur abgestellt. Wir brauchen... Deswegen habe ich es doch eigentlich mitgenommen, damit wir jetzt damit... fahren können. Oh, hoffentlich ist es noch da. Da ist jemand. Ich schieße den jetzt nicht an. Das war dumm. Das ist so weit unten. Es könnte noch dastehen. Ich hoffe, es hat noch keiner gesehen und geklaut. Sonst habe ich noch keinen Quad herumfahren hören. Geschoben werden sie ja wohl nicht. Werden sie es ja wohl nicht haben. Schon Rabatz gemacht haben, die uns aber immer noch irgendwie suchen. Da habe ich mich jetzt eindeutig verquatscht. Sehr gut. Chorizo, pass auf dich auf. Aber nur einmal durch, ja? Hallo? Ah, die Tabletten werden wieder rausgeholt. Lang, lang ist her. Ich soll dich nicht gerade hier reinfahren. Hier unten ist eine dicke Straße, da könnten wir lang. Wird das ja angegeben. Gut, das könnte für uns angepasst sein. In Kuba, könnte ich mir vorstellen, arbeiten die auch mit Meilen. Ja,
Hallo, was soll denn das? Hier ist noch eine Mission. Sollte ich mir das ansehen, wenn ich zuerst hinkomme. So. Die Karre qualmt schon. Da wäre massiv beschossen worden. Vielleicht sollten wir uns noch ein schnelleres Auto holen. Okay, fällt ein ins Wasser, gar nicht gut. Hey, willst du unser Auto, unser Quad reparieren? Oh Mann, das ist aber... Wohin? Da. Ah, bei der Wohngegend. Bei der Wohngegend. Wir fahren die dicke Straße hier hinten lang. Beim großen Autobahnkreuz links. Das hier ist Sperrgebiet. So, na dann. Hat er gesagt, das ist nicht richtig? Warum wird eigentlich immer bei diesen militärischen Zielen eine Angabe gemacht, wo wir hin müssen? Ich habe den Scheiß doch komplett deaktiviert. Ach, schade. Das war ein Panzer. Ich habe mich jetzt auf den Zivilisten konzentriert und den Panzer erst sehr spät gesehen, wie man gemerkt hat. Warum bekommen wir nur bei diesen Missionen so eine blöde Markierung mitten in die Landschaft? Das gefällt mir ja gar nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall abbiegen und dann den nächsten Feldweg rechts. Oder wir fahren bis vor, kurz vor dem Brunnen, wo wir schon mal waren. Ne, wir fahren hier rein. Vor der Brücke dann rechts abbiegen. Oh, tolles Auto. Oh, er wird sogar gerade frei. Ah, 2 Minuten 17, das schaffen wir auch mit dem Quad. Oh, der Brücke, das ist hier. Hier kommt Wasser. Oh, oh. Können wir da durchflutschen? Mit genügend Schwung? Nein! Schade. Die 200 Meter sollten wir in 100 Sekunden, 102 Sekunden schaffen. Hier waren wir ja auch schon mal. Hinterhalt. Genau das Ding hätte ich damals auch beinahe mitgenommen. Alle weg da! Weg von unserer Kiste! Ja, Arschlöcher. Irgendjemand stöhnt neben uns rum. Was? Ach, da ist noch jemand. Ich habe nach dem Zaun geguckt, ob da jemand steht. Oh. Luftunterstützung durch die... Leuchtpistole. Die Kopf von hinten holen ist immer schwierig. Das haben wir erst bei Frost C gemerkt. Taktisches Nachladen, nicht ganz leer schießen. Jetzt ist da auch noch Leute raus. Dann sind wir noch runtergekommen. Eieiei, Hunde kommen auch noch an. Super. Ich muss hier mal weg. Ist irgendwo dicker. Das ist kacke. Heilen ist gerade nicht. Da wird gleich der Rucksack, denke ich, zum Einsatz kommen. Dani, können wir bitte mal irgendwas nehmen? Bitte, jetzt, bevor wir gleich wieder angeschossen werden. Ah! Warum jetzt erst? Guck ich mal. Oh, 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 oh. Ah, komm schon, schaut.
Kommt da rauch raus, aber aua, aua. Irgendein Stein. Da gehe ich nicht hin lassen, Leute. Schaut mal nach. Allen geht er gerade eh nicht. Jetzt geht's. Schwieriger als gedacht mit dieser Verstärkung. Wird gleich runterkommen. Mit 63 Nägel noch. Krass, wie viel diese kleinen Blechdinger aushalten können. Oder sowas wie ein Dach. Ich glaube, jetzt von diesen Vorräten weg sind. Ich gehe erstmal unter das Dach. Es regnet nämlich. Ey, nicht auf Chorizo zielen. Ab geht's, Chorizo! Ist gleich mehr. Oh ne, nicht auch noch sowas. Da habe ich jetzt keine Munition mehr übrig. So ein Quatsch. Oh, du nervst. Jetzt bringt uns so ein kleiner Fußsoldat gleich zum Einsatz der Medizin-Rucksack-Geschichte. Chorizo wird beschossen. Chorizo, geh einfach irgendwo woanders hin. Ist abgehauen. Nicht, dass er sich jetzt reparieren lässt. Chorizo, hierher! Ich muss ja weit weg, Chorizo. Der brennt ja wieder grau, der hat da vorhin schon dunkel gequalmt. Hey, was? Chorizo, was machst du denn schon wieder hier? Da ist ja jemand oben. Der ist aber nett. Ich hab gesagt, geh weit weg. Wie das gerade zum Problem wird. Weit weg. Ach, er liegt am Boden. Aber was? Das Ding ist ja schlimmer als ein Panzer. Ja, das ist keine Munition. Na, endlich. Dummes Ding. Zum Glück bekommen wir gleich alles wieder aufgefüllt, aber das war eine richtig schwierige Geburt. Es ist schon wieder Tag geworden, die ganze Nacht durchgeballert und aufgezogen hat es auch. Gib mir Deckung. Wer jetzt ruft noch jemand Verstärkung? Scheiße, er hat den Geschütz aufgestellt. Sein, was ist das für ein spezieller Scharfschütze? Zu weit gerutscht. Jetzt sterben wir aber blöd. Können wir das bitte umprogrammieren? Zweiter Schütze aufgestellt. Na!
Müssen wir noch irgendwas nachladen? Ja. 4 Schüsse immerhin. Vielleicht sind die lebensentscheidend, überlebensentscheidend. Ah, Ruhe. Abgesehen von den Regentropfen. Dani, du hast dich selbst übertroffen. Heieiei. Sind wir hier irgendwo in der Pampa? Ha, der ist nicht mehr. Eigentlich muss dein Körper ohne Kopf sein. Wir haben ihm nämlich die Rübe weggesprengt. Lola, ja, da haben wir noch was. Und dieser Eiersalat. Den werde ich nur irgendwann machen müssen. Aber an sich sind wir hier schon sehr erfolgreich gewesen. Es gibt zwar noch eine Menge Kram. Wir haben noch nicht mal 50% geschafft. Basenkontrollpunkte, ja, Abfangmissionen, Flugabwehranlagen auch. Jaranische Geschichten, da fehlt noch eine. Der Eiersalat, oder? FND-Depots, 10 fehlen noch. Libertad-Kisten 21, Kryptogramma-Kisten 0 von... Was? So, direkt... Achso, das ist nicht eine. Hm. Schon sagen, aber hier haben wir ja bei Verdera ja eine mitgenommen. 1 von 1, ja. Also die Geschichten würde ich gerne alle mitnehmen. Die FND-Basen sowieso. Kontrollpunkte meinetwegen auch. Hinterhalte finde ich auch cool. Die sind recht... Ja, kurz, aber machen Spaß. Schatzsuche würde ich auch gerne mitnehmen. Die Rennen muss ich nicht zwingend alle mitnehmen. Die Kryptogramma-Tabellenkisten, ja. Songs würde ich auch gerne mitnehmen. Hähne ist mir nicht so wichtig. Die Götzen ist mir auch nicht so wichtig. Schmuckschatullen auch nicht. Die USB-Songs, die wären schon cool. Alle gefunden. Dann haben wir hier eben nur noch einen übrig. Oh, ich den finde. Das ist ganz schön groß. Eiersalat, USB-Song, das fehlt mir noch. Hier ist eine Abfangmission. Ist das Abfang? Da müsste ja auch einer sein, weil es auch ein Auto. Nee, das ist... Dann lass das nicht gleich eine Abfangmission. Song und Eiersalat. Ja, Eiersalat könnte einfacher sein, weil Song kann überall sein. Der USB-Stick. Könnte sogar da unten rumliegen. Oh Mann. Hm, ich fahr mal wieder zum Eiersalat. Ich muss das ja irgendwie mal schaffen. So viel Zeug mitgenommen. Bitte? Danke. Das fährt eigentlich ganz gut. Das ist doch Plastik. Können wir bestimmt gebrauchen. Ah, hier wird es bestimmt ein Auto für uns geben. Jawohl, sehr schön. Können wir noch Los Banditos bekommen. Jetzt schmeißt sie wieder Rauch. Kommt dann vorne raus, so dumm. Mission hier. Oh. Schrift, Einblendung, geh weg, ich will was sehen. Hallo. Das wäre ein Auto, aber das ist mir irgendwie zu doof. Ich das Spiel. Ist auch irgendwie etwas provokant. Ihr bringt die alle um und danach erstmal schön eine quarzen. Oh, wo wir hier gar nichts haben, nehme ich lieber das mit. Oh, Hahn. Hahnvieh, wo? Die mag ich gar nicht. Das sind die Geier, die nicht so hoch fliegen können.
Aus den vergangenen Abenteuern. Ein Adler, Entschuldigung, nicht Geier. Geier ist ja... Ja, da. Wir haben uns getarnt, alles in Ordnung. Wir sind voll lieb. Wir den wirklich umbringen müssen. Ich glaube, hier können wir uns dann auf jeden Fall entscheiden. Talia und Paolo. Maria Marchesa. Marchesa. Dass der weg muss, ist ja soweit klar. El Jefe Carlos. Krass, dass wir noch alles vorhaben, oder? Den müssen wir auch noch treffen. Die Legende von 67. Bei wie vielen Folgen stehen wir zurzeit? Und das sind 40-Minuten-Folgen. Das ist nicht so wie früher hier. 20 Minuten. Und wir haben, wenn man uns mal grob spricht, hier werden wir nicht so lange unterwegs sein, weil hier gibt es viel weniger Land. Also Esperanza wird nicht so aufwendig werden, denke ich. Von der reinen Sammelgeschichte. Aber mit zwar ein Teil 60 Folgen gebraucht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganz grob gesprochen 7. Also ich denke mal, wir werden noch nicht mal ein Viertel haben in Summe, auch wenn die Gebiete, das ist wieder ein riesiges Gebiet. Boah. Ach du Scheiße, ja, da ist deutlich größer als alle bisherigen Abenteuer. Als alle bisherigen Far Cry'schen Abenteuer. Wir haben jetzt hier, und ich habe gar nicht mal so sehr rumgebummelt, 60 Folgen gebraucht und haben, ich sag mal, die größten Sachen gemacht. 60 Folgen. Hierfür sagen wir mal 100 Folgen und hierfür vielleicht nochmal 60, vielleicht auch nochmal 100. Also reines Gefühl, ich bin mal gespannt, wo wir am Ende wirklich rauskommen. Wir könnten auf 340 Minuten Folgen kommen, das hätte ich nicht gedacht. Mal gucken, ob es wirklich so kommt. Irgendwas zwischen 250 und 300 Folgen, schätze ich gerade. Wir müssen jetzt irgendwie nach... eigentlich umdrehen. Ja. Wir müssen umdrehen. Dann bei dem Autobahnkreuz beim Brunnen rechts. Nicht an der Panzersperre hinbleiben. Bei nächster Gelegenheit schnappe ich mir ein anderes Auto. Die Musik geht zwar, aber... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Das Auto nehme ich. Ja. Vielen Dank. Sehen Sie uns bald wieder. Machen? Ah, ist ein anderes Auto hier. Viel größer. Das klingt auf jeden Fall viel geiler. Und hat sogar ein Dach, falls es regnet. Ist das hier die Brücke mit den Geräuschen? Eigentlich ja, ne? Oh, oh. Dreht er jetzt seinen Rüssel wieder nach links, wenn ich links vorbeifahre? Da kommt jemand aus dem Panzer raus. Ich leg mich nicht mit dem an. Haben wir schon zu oft. Da stand jemand links an der Straße, der wollte mitgenommen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt. Schätzungsweise werden wir hier auf 250 bis 300 Folgen kommen. Hätte ich vorab nie gedacht, aber wie auch. Kannte den Umfang nicht, aber vielleicht kommen wir jetzt auch schneller voran. Wer weiß. Ganzes Jahr lang nur Far Cry spielen, obwohl fast jeden Tag, wenn ich es nicht verbasel oder... wenn ich hinbekomme, rausbringen und dann ein Jahr lang Far Cry. Schon viel. Auch wenn es Spaß macht, ist das einfach nur festgehalten viel. Na gut, ich nutze ja auch die Schnellreise nicht, aber das ist ja auch etwas aus Prinzip. Ansonsten hätten wir auch viel weniger Spaß, wir würden viel weniger sehen. Ich würde mich in der Spielwelt viel schlechter auskennen. Wir hätten schon viel lustigen Scheiß nicht erlebt. Oh. Wir hätten abbiegen müssen. Okay, wir fahren das Kringel und dann links. Ah! Das war Wasser. Ich dachte, das wäre ein Betonpfeiler. Ich dachte schon, uns reißt jetzt das Heck ab.
Das war eine schöne Kurve. Ich ziel auf dich. Ich habe auch was getroffen, nämlich unsere Scheibe. Zumindest der hat's überlebt. Schade, es klappt gerade nicht. Das Schild gerne mitnehmen. Fünfzig Sachen sind erlaubt, wir sind jetzt schon drüber. Aber nicht jetzt. Ah, das kommt mir bekannt vor, das wollten wir schon so oft einnehmen, wir sind jetzt schon fast da. Und das meine ich halt damit, würde ich viel mehr schnell reisen, dann würden wir, oder würde ich mich viel schlechter auskennen. Na, ist noch zu früh. Oh, wo kommt denn der Qualm auf einmal her? Der von dem Grünzeug, was wir erlischt haben. Wird noch hier hochgekommt, meine ich. Moment, dicke Straße müssen wir eigentlich nach links. Na, jetzt hänge ich schon wieder mit dem, ich kenne mich aus. Wir müssen nach rechts. Ja. Überfahren. Ich war hier auch. Oho. Schnell weg. Abgebogen. Nee, jetzt kommt es erst. Der Rauch ist halt schon schlimm. Nicht, dass ich jetzt noch jemanden überfahre. Ich hätte aber eine gute Ausrede. Gleich ist die Windschutzscheibe wieder da. Wie neu. Hier geht's aber wem gut. Na? Streicheln kann man dich auch nicht. Vor allem kann man die Ziegen nicht streicheln, das ist doof. Oh, nicht anzünden. Warum kann ich nicht streicheln? Das ist so gemein. Waren wir hier schon? Auf jeden Fall ist hier was blau. Ein Ausguck. Nee, 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 nee. Oh, haben sie verschreckt. Vorsicht, da geht's runter. Hat er gemerkt. Ausguck ist oben. Ich sehe schon oben die Eiersalatschüssel. Boah. Einfach nur schön.
Ob man da drüber balancieren kann? Das sieht cool aus. Ganz schön dunkel geworden. Das ist jetzt der Ausguck, oder wie? Da festhalten ist offenbar nicht drin. Ich meine, das ist ja auch schön. Keine Frage, aber ich würde noch gerne weiter hoch. Mir gefällt's einfach. Gar niemand hier oben. Außer das Benzin. Wird gerade ganz schön diesig, regnet's gleich. Und die Wolken sind halt immer noch dunkel. Wo geht's denn hier hin? Eine Werkbank und eine Libertad-Kiste? Sieht eher nach Medizin aus. Ne, eine Libertad-Kiste. Eine Krawallhose. Das dürfte uns ja sehr stehen. Brauchen wir Munition? Wir haben Munition mitgenommen. Das ist wirklich ein sehr schöner Ausguck. Drei Wassertürme. Im Hintergrund auch noch Gitarrenmusik. Ganz schön eckig die Teile. Zumindest von hier. Da sieht es etwas karg aus. Das hat einfach mal eine Wiese, da kann man sich austoben. Schön. Da geht's zur Kiste. Kiste in der Küste. Jetzt noch runtergehen und Eiersalat für 10 Sekunden angehen, würde ich sagen, nutzen wir einfach mal die Gelegenheit. Die Gelegenheit dieser Ruhe hier gerade, nach allen voran den letzten Missionen, also die letzte Mission, das militärische Ziel, das war nicht ohne, und zuvor haben wir jemanden mit einer Granate gefüttert, das war auch ganz schön turbulent. Und da kommt die Pause, die Stille hier gerade richtig, eine wunderschöne Aussicht, es wirkt alles so friedlich. Das ist wirklich gerade der Ausgleich dazu. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.